Sterne mit Massen, die 25 Mal so schwer sind wie unsere Sonne, können alle Stufen des Elementbrennens durchlaufen. Das heißt, die können Elemente bis hin zum Eisen bilden. Das Ganze läuft dabei wie folgt ab. Natürlich beginnt ein Stern nicht so, wie hier dargestellt ist, sondern am Anfang gibt es Wasserstoffbrennen hier im Kern des Sterns, dort wo jetzt Eisen steht. Nach einer Zeit, und wenn viel Helium produziert ist, wechselt der Stern ins Heliumbrennen. Das heißt nicht, dass Wasserstoffbrennen aufhört, sondern das Wasserstoffbrennen wechselt dann in diese Schale hier, also in eine etwas weiter äußere Schale. Das Heliumbrennen ist dann im Kern und eine Schale weiter außen findet Wasserstoffbrennen statt. Nach einer Weile, wenn viel Wasserstoff zu beispielsweise Kohlenstoff umgewandelt wurde, beginnt Kohlenstoffbrennen bzw. der CNO-Zyklus. Das heißt, das Wasserstoffbrennen findet dann hier statt, in der Schale findet Heliumbrennen statt und im Kern gibt es dann Kohlenstoffbrennen bzw. den CNO-Zyklus. Und so geht es dann weiter und die Schalen wandern immer weiter nach außen, bis hin, wie gesagt, wenn man einen so massereichen Stern hat, sich diese Zwiebelschalenstruktur hier ausbildet, in der dann hier ganz außen das Wasserstoffbrennen stattfindet, dann Heliumbrennen, CNO-Zyklus und Kohlenstoffbrennen, Sauerstoffbrennen, Siliziumbrennen und in der Mitte dann natürlich kein Eisenbrennen. Denn Eisen ist das letzte Element, das produziert wird in so einem Stern, da gibt es aber kein Brennen mehr. Was dann tatsächlich passiert ist, dass in der Mitte eben keine Fusion mehr stattfindet. Und das ist ja auch der Grund, weshalb da steht, das Ganze dauert eine Viertelsekunde. Je nachdem, wie groß diese Sterne sind, haben sie unterschiedliche Lebenszeiten. Und je größer die Sterne sind, desto schneller brennen sie ab und verbrennen alles, weil der Druck einfach sehr hoch ist. Und die haben manchmal Lebenszeiten von vielleicht nur ein paar Millionen Jahren. Im Gegensatz zu unserer Sonne, die ist ziemlich klein, die hat eine Lebenszeit von knapp 10 Milliarden Jahren. Also ein gewaltiger Unterschied. Aber auch bei unserer Sonne würde es, die kommt nicht bis Eisen, die kommt nur bis Helium, aber sobald hier in der Mitte eben der Brennstoff ausgeht, also Eisen erreicht ist, gibt es kein weiteres Brennen mehr. Das bedeutet auch, dass keine Strahlung mehr erzeugt wird. Denn Elemente bis Eisen produzieren Energie, wenn sie miteinander fusionieren. Diese Energie wird in Form von Strahlung abgegeben. Sterne strahlen ja. Diese Strahlung von innen im Stern wirkt gegen die Gravitation, die von außen ins Zentrum drückt. Wenn jetzt in der Mitte Eisen entsteht und plötzlich der Strahlungsdruck nach außen weg ist und dieses hydrostatische Gleichgewicht nicht mehr da ist, die Gravitationskraft aber immer noch da ist, fängt der Kern an zu kollabieren. Und das nennt man einen Kernkollaps. Und das ist im Grunde der Beginn einer Supernova. Und deshalb geht es auch schnell, weil in dem Moment, wo Eisen erzeugt wird, hört die Strahlung auf und schlagartig fällt der Stern eben in sich zusammen und man hat diese Supernova. Und das ist der grundsätzliche Aufbau von Sternen, vor allem auch von eben großen Sternen. Man versteht das hier ziemlich gut und kann die Bildung dieser Elemente in den unterschiedlichen Schalen auch sehr gut berechnen. Und zwar nicht der Elemente, sondern der Isotope und auch deren Isotopenverhältnisse. Und das ist sehr wichtig, denn wir beobachten, finden und messen in Meteoriten präsolare Körner, die unter anderem aus solchen Sternen kommen und untersuchen deren Isotopenzusammensetzung und können das dann damit korrelieren. Bestimmte Isotopenzusammensetzungen gewissen Bildungsbedingungen in diesen verschiedenen Schalen entsprechen und die in diesen verschiedenen Schalen gebildet worden sein müssen. Und da besteht dieser sehr wichtige Zusammenhang zwischen der Kosmochemie, den präsolaren Körnern, die wir dann als Tracer benutzen, und diesen Sternen. Aber hier insgesamt geht es darum, wie Sterne, vor allem massereiche Sterne, grundsätzlich aufgebaut sind und dass es eben diese Schalenstruktur hier gibt.